Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich den September erreicht und wir haben das letzte Rezeptbuch bekommen. Ich habe jetzt alles, was wir so im Laufe der Zeit gekocht haben, so ein bisschen eingesackt. Noch nicht ganz alles, aber einen großen Teil und den werden wir jetzt verkaufen. Wir haben 860.000. Ich sollte vielleicht mal ein Ei essen. Und ich werde jetzt diese ganzen gekochten Sachen verkaufen. Und dann mal schauen, was dabei rumkommt. 860.000 haben wir. Hi. Wir sprechen mit Guten Rose Morgen. Und werden Lust zu handeln? Absolut. Jetzt zu einem guten Preis unsere Sachen verkaufen. Wir möchten verkaufen. Und zwar für 24,32 einen Spottpreis. Unsere Tomaten, unsere gekochten Tomaten, für 14.600, nein Quatsch, was sage ich denn, 146.000. ja, wir verkaufen es einfach. Wir möchten verkaufen, gehen mal runter auf 1. Deswegen, ich wusste genau, warum ich runtergehe auf 1. Wir verkaufen unsere Flößersuppe, die wir in der letzten Folge noch gekocht haben, und verkaufen wir die für 304 Euro. Wir kriegen 6.672 Euro für Eierschmortopf à la Wald, gefüllte Paprikaschoten, 4.000. Die Pizza für 720.000. Das Eis, das Honigeis für 1.792, 1.944 für die Honigapfelkuchen, die Honigpfannkuchen für 1.800, den roten Eierschmortopf für 42.292, 567 orientalische Eierschmortöpfe bringen uns 29.030 Euro. Und 40 Cent. Ja, Backfisch nochmal 288 Euro. Die Hamburger mit den Pommes 1024 Euro. Es ist unfassbar. Ja, Melonenapfelkuchen. Da habe ich immer so Obstsalat gesagt. Für 528 Euro. Die gekochten Eier für 7080 Euro. Ja, Sushi für 345 Euro und Bäckerei Fisch Spezial für 355 Euro. Wir haben jetzt noch eingekochte Milch. Da kriegen wir auch nochmal 3000 dazu. Dann haben wir hier noch den Fisch. Den können wir noch für 41 verkaufen. Dann die Kürbissuppe verkaufen wir nicht. Ja, mehr haben wir gerade nicht. Wir haben noch einiges hier im Angebot, was wir noch einkochen könnten. Ja, wir sind jetzt schon bei 1.108.000. Alter Verwalter. Also wenn das mal nicht, ne? Die Blümchen könnten wir noch verkaufen. Da kriegen wir auch noch ein bisschen was für. Hier die Tulpen. Die Rosen. Ja, also ich bin absolut sprachlos. Also am Geld soll es tatsächlich nicht scheitern. Wir springen nach Hause. Denn wir haben ja in der Scheune, rein theoretisch in der Scheune haben wir auch noch Sachen. Ich muss jetzt leider mal das Gerüst auf die Gänse stellen. Das ist etwas unangenehm, ihr lieben Gänse. Aber ich muss hier mal an die Truhe.
Nee, da haben wir tatsächlich nichts drin, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier auch was versteckt haben, haben wir aber gar nicht. Dann war das in dem anderen Spielstand. Ist nicht schlimm. Ihr Gänse, ihr seid auch schon wieder erlöst. Genau. Damit seid ihr wieder erlöst. Wir wollen keine weiteren Solardächer aufbauen. Wow. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben noch ein bisschen was einzukochen und das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, Tomaten haben wir jetzt gerade keine mehr hier drin. Das heißt, wir können die jetzt komplett einmal rübergeben. Alle bitte. So. Wir werden die alle auch einkochen, denn wir werden bei der nächsten Ernte wieder Tomaten haben. Wir werden da wieder Tomaten haben. Das ist so. Ja, wir werden da Tomaten haben. Möchtest du einen Fisch haben? Ja, wir haben 1.100.000. 8.000. Wow. Absolut wow. Ein bisschen Geld dafür werden wir noch ausgeben davon. So a little bit. Da kommen wir nicht drum herum. Da brauchen wir kein Wasser. Was sagt die Hofstatistik? Ja. Wir müssen noch mal in den Eierstall und zu den Kühen. Wir werden dann eine Nacht schlafen, werden das Zeug einkochen, quasi. Wir könnten wahrscheinlich noch das eine oder andere Gericht kochen, müssen wir mal sehen. Ja, aber das ist schon der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Wow, ich bin immer noch voll geflasht. Ja, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall zu kochen. Und wer es nicht weiß, wir kriegen dort beim Festivalmarkt den doppelten Preis, den wir hier sonst bei John bekommen hätten. Und dementsprechend ist das so viel Geld geworden. Man muss halt nur wissen, wo man das Ganze alles unterbringt. Ja, absolut. Ich bin ja immer noch voll geflasht. Und solange unsere Emily dort noch kocht, weil sie Zutaten unten in der Speisekammer hat, solange kommt da auch noch ein bisschen was an Geld zusammen. Absolut genial. Absolut. Oh, ich bin total, total geflasht. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen, weiß ich nicht, eine Woche oder was voranschlafen. Habe ich gerade so überlegt. Wir werden eine Woche voranschlafen, dann sollte unsere Gewächshausernte durch sein. Sodass wir da auch nochmal richtig Gas geben können. Oder nee, oh, Emily ist fertig. Sie ist fertig. Sie ist fertig. So. Wollen wir doch mal gucken. Eierschmortopf. 14 Stück können wir machen aufgrund der fehlenden Pilze. 14 durch 3 wären 3 Stück, ne? 3, 6, 9, 4. Nee, 4 können wir machen. Bin ja mal so ein kleiner Monk, ich krieg das ja immer nicht so. Oh, hier können wir viel machen. Wollen wir hier alles machen? Wir machen hier alles. Wir machen hier alles.
Orientalischer Eiertopf. Machen ja alles, ist egal. Wir kochen jetzt alles weg, was geht. Wir können auch Sushi machen. Wir kochen jetzt einfach alles weg, was geht. Ist egal. Wir haben keine Fische mehr. Dann machen wir hier noch Apfel, Honig-Apfelkuchen. So, jetzt können wir tatsächlich nichts mehr machen. Honig ist alle. Hier ist alles alle. Wunderbar. Andrina wird jetzt richtig raffgierig. Oh, welch schlechte Eigenschaft, aber in dem Spiel muss man so handeln. In diesem Spiel muss man so handeln. Dann sind wir hier mal eben richtig raffgierig. Ja, Lust zu handeln, meine Liebe. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Lust zu handeln? Absolut. Absolut. Gut. Dann wollen wir mal hier. Nochmal 192, nochmal 20.000, nochmal 153, 748 und nochmal 2016. Die Tomaten werden wir jetzt nicht verkaufen, die hätten wir auch mal noch einkochen sollen. Genauso wie die Zucchini wir einkochen sollen, hätten sollen. Die Enteneier werde ich mal komplett verkaufen. Weil wir ernähren uns ja sowieso von den Gänseeiern. Ja, hier, die könnten wir eigentlich auch noch alle. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Bevor die andere Gewächshausernte kommt, sollten wir da echt noch. Ach Quatsch. Sollten wir da echt noch ein bisschen Zeug loswerden. Damit wir uns damit nicht ins Gehege kommen. Ich hoffe, dass Emily jetzt nicht schon wieder am Herd steht. Wir werden die Tomaten komplett einkochen. Wir werden das, wir kriegen nachher noch genug Tomaten. Und da es hier so eine große Zahl ist, machen wir nochmal italienische Tomatensuppe. So. Die Milch, die werden wir auch komplett Dosenmilch machen, genau. So. Das wird jetzt hier echt vom allerfeinsten. Und dann schlafen wir uns eine Woche vor. Das sollte reichen, um die Gewächshausernte zu bekommen. Und dann schauen wir mal. Ich werde jetzt hier keine Pilzjagd oder sonst irgendwas machen. Was wir haben, haben wir. Hi. Guten Morgen. Lust zu handeln? Absolut. So. Dann werden wir hier nochmal die Tomaten. Die Tomaten verkaufen wir. Für 233.000 und die Milch auch noch mal für 11.108. Ja, was soll ich dazu sagen? Dazu können wir nichts mehr sagen. Das ist wirklich unfassbar. Wir gehen eine Woche schlafen. Wir gehen eine Woche schlafen, einfach mal, weil wir es können. Und nach der Woche sollten wir dann unsere Gewächshäuser leeren können. Theoretisch. Guten Morgen, Farmers Dynasty. Guten Morgen, Emily. Und auch guten Morgen, lieber Timmy. Ich hoffe, du hast gut geschlummert. Der Hahn hat gute Arbeit geleistet. Die Hühner wurden verkauft.
Ich verdiente 60 Euro. Sehr schön, sehr schön. Da kann die Emily jetzt gleich nochmal bei den Hühnern reingehen und die Eier holen. Hier haben wir Blümchen und wir müssten eventuell mal gießen. Wir benutzen unsere Gießkanne, denn wir wollen ja Honig noch haben. Zumindest solange der September noch da ist. Ich hätte vielleicht beim Kochen ein bisschen aufpassen müssen und sagen müssen, ja, hier sparen wir noch ein bisschen, da sparen wir noch ein bisschen. Aber ich werde das Zeug über kurz oder lang sowieso alles verkaufen. Da machen wir uns nichts vor. So, Honig, 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 Honig. Kein Honig. Blümchen da, aber kein Honig. Ja, wir kümmern uns gleich um die Gewächshäuser, aber mal eins nach dem anderen. Und auch hier werden wir nochmal gießen, da schauen wir gar nicht erst nach. Genau. Sollt ja nicht verdursten, ihr Kleinen. Wir hatten das Thema ja bereits, dass uns da schon einiges vertrocknet ist. Didi-di. Tja. Also so wird man reich bei Farmers Dynasty. Das sind die Tatsachen, ja. Auch hier kein Honig. Und dann schauen wir mal auf die Hofstatistik. Alles ist fertig in den Gewächshäusern. Wie viel Zucchini haben wir? 4000. Vielleicht sollten wir mal da, weiß ich nicht, 2000 oder so einkochen, vorsichtshalber. Damit wir hier uns nicht ins Gehege kommen. So, bei den Kürbissen nehmen wir auch mal die Hälfte, die wir hier einkochen. Weil wir haben gesehen, es gibt 9.999 und dann ist auch Schluss. Melone. Apfelmus können wir auch nochmal 300 einkochen. Wir werden nicht genug Honig zusammenkriegen, als dass wir noch großartig Apfel benötigen. So, dann haben wir Paprika. Davon werden wir auch mal die Hälfte einkochen. Was wir haben, das haben wir. Und die Gürkchen werden wir auch die Hälfte einkochen. Und wenn wir dann mit der Ernte fertig sind, dann schauen wir mal, was wir denn im Endeffekt machen können. Ihr seht es oder ihr werdet es jetzt sehen, was ich mache, denn ich werde jetzt meine Gewächshäuser nur noch leeren. Ich werde nichts Neues mehr pflanzen. Es ist egal, wie viele Setzlinge ich da habe oder nicht da habe. Ob ich es noch schaffen könnte bis Jahresende oder nicht, ist in dem Moment egal. Ich glaube, schaffe ich gar nicht. Das ist in dem Moment so egal. Ich werde jetzt meine Gewächshäuser einfach nur noch leeren. Und dann ist das Thema Gewächshäuser für dieses In-Game-Jahr vom Tisch. Was haben wir denn hier für eine Drohnenwettbewerb? Natürlich. Natürlich, natürlich. So. Dann kümmern wir uns ums nächste Gewächshaus. Was habe ich mich auf diese Zeit gefreut. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Was habe ich mich hier rüber gefreut? Das ist der absolute Wahnsinn. So, auch dieses Gewächshaus ist komplett leer. Wir haben 1800 Kürbisse, das geht noch. Alles schick, hätte ich noch keine Vorsichtsmaßnahmen.
machen müssen, noch nicht, aber wir haben auch noch nicht alle Gewächshäuser geleert, also es kommen natürlich noch Kürbisse. Doch, ich hätte es vielleicht geschafft, nochmal eine Gewächshausernte zu machen, aber das möchte ich jetzt tatsächlich nicht. Ich möchte es einfach nur noch leer kriegen. Einfach nur noch leer kriegen. Und schon sind wir bei den Paprika angelangt. Theoretisch sollte es bei keiner Frucht, bei keiner Aussaat dazu kommen, dass wir da 9.999 haben. Aber überprüfen könnten wir das trotzdem noch. Das ist der Hammer. So. Erledigt. Ja, Paprika 4000. Da steigt das schon. Da müssen wir dann gucken. So, das wäre das Gewächshaus. Nein, wir gehen jetzt hier hin. Was ist hier auch Drohnenrennen? Naja, okay. Drohnenrennen möchten wir gar nicht. Kommen wir zu den Gürkchen. Die Gürkchen. Das nenne ich mal eine schnelle Ernte. Das nenne ich eine schnelle Ernte. Und dann werden wir schauen, was wir noch so kochen können. Gehen wir ins nächste. Dort ist Chili angesagt. Chili. Jetzt sind wir doch mal gespannt, ob wir bei dieser Ernte tatsächlich alles wegkriegen oder ob die Tische immer noch weiterhin verbackt sind. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Gewächshaus war oder welches auch immer. Weil wir haben ja noch zwei Gewächshausgruppen. Aber ich glaube, das war dieses hier gewesen, oder? Ich bin der Meinung, das war dieses hier gewesen und wir können jetzt hier in Ruhe ernten. Chili 2757, jawohl. Erledigt. Und last but not least in dieser Gewächshausgruppe die Tomaten. Kann das sein, dass hier schon wieder eine fehlte oder habe ich hier jetzt gerade geerntet? Es ist egal. Es ist einfach nur egal. So, leer. Leer. Super. Dann springen wir ins nächste Gewächshaus. Das wäre dann dieses hier. Da sind ja auch zwei Gewächshäuser und da kamen jetzt nochmal genau die Kürbisse noch mit und auch noch Zucchini. Sehr schön. Das gefällt der Mutti. Also wir hätten tatsächlich nochmal Tomaten pflanzen können. Das wäre wohl schon noch gegangen bis zum Ende des Jahres. Wir hätten da auch noch, weiß ich nicht, vielleicht 200.000, 300.000 noch rausgeholt. Aber egal, so what, was soll's. Müssen wir nicht, brauchen wir nicht.
Kommen wir zu den Gürkchen und dem Paprika und noch weitere Kürbisse. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir bei den Gürkchen nicht aufpassen müssen. Nö, geht noch. Alles gut, 3000 haben wir. 3293, das passt. Das passt. Tja, so schnell geht eine Gewächshausernte. Rucki-zucki, auch diese Gewächshäuser sind jetzt komplett leer. Kommen wir zur letzten und die ist hier oben. Da müssen wir einmal hier auf unseren Jack Bier hoppeln und übers Feld. Wenn wir nicht gerade überfahren werden, tja, dann würde unsere Emily eine reiche Bäuerin sein, die bestimmt eine gute Partie hier ist in Farmers Dynasty. Absolut Wahnsinn. So, ich möchte gleich mal hier reingehen, denn hier sind Chilis und dann bin ich mal gespannt. Ja, wir kriegen alle Chilis geerntet. Auch von dem Tisch, der verbackt war. Warum auch immer das so ist, ich weiß es nicht. Die Kürbisse sehen hier tatsächlich ein wenig mickrig aus, im Gegensatz zu den anderen, die wir gesehen haben. Aber egal. Da machen wir uns jetzt keinen Kopf. Erledigt. Tick. Und hier das andere, da sind auch nochmal Tomaten drin. Ich glaube, das waren nur Tomaten. Wie viele Tomaten haben wir denn? Wie viele Tomaten haben wir denn? 1800. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Und rein theoretisch müsste unsere Emily jetzt auch wieder die Eier aus dem Stall geholt haben, theoretisch. Wir sind zwar schnell, aber nicht so schnell. Und wir sind weit weg vom Hof. Weit genug zumindest, als dass sie die Arbeit macht. Erledigt. Wir haben alle Gewächshäuser erledigt. Abgeschlossen. So, ab nach Hause. Huch. Hofstatistik sagt, da ist irgendwo eine Zucchini-Pflanze. Dein Ernst? Da ist eine Zucchini-Pflanze. Ha! Hätte ich nicht drauf geguckt. Hätte ich nicht drauf geguckt. Die nehmen wir natürlich mit. Die gehört genauso uns. Und damit sind alle komplett leer. Wir hätten noch genug Setzlinge. Aber wie schon gesagt, dieses Ingame-Jahr nicht mehr. Dann schwurbeln wir hier nochmal rein. Habt ihr was unterm Hintern? Nein, habt ihr auch nicht. Sehr schön, sehr schön. Da ich ja gerade einen netten Blick in die Hofstatistik geworfen habe, kann ich sagen, auch die Milch steckt noch in den Kühen. Uiuiuiuiui. Diese Folge ist ja jetzt die Folge vor dem Stream, also am Samstag vor dem großen Stream, wenn wir uns auf Schatzsuche begeben. Ich habe da noch das eine oder andere vor mit euch, also macht euch auf schöne 3 Stunden gefasst. Ich hoffe, dass die Schatzsuche schnell geht, also dass wir das relativ schnell über die Bühne bringen. Ich habe da, lege da sehr viel Hoffnung in eure Fähigkeiten, nicht in meine eigenen, nein, in eure Fähigkeiten. Und dann habe ich noch das eine oder andere vor mit euch.
glaube, ich habe eine Kuh übersehen. Es verwirrt mich etwas, wenn ich in die andere Richtung gehe, oder? Nee, die ist gut. Die ist auch gut, aber die nicht. Okay. Es verwirrt mich, wenn ich von rechts nach links gehe. Das macht aber nichts. So, ihr Lieben. Die Folge ist theoretisch vorbei. Praktisch können wir hier auch nichts mehr beschicken. Wir machen nochmal Hälfte-Hälfte-Jagd. Einfach weil wir es können. Dann überziehen wir gerade mal ein bisschen gnadenlos. Aber einfach weil wir es können. Tomatensuppe. Eier und Milch werde ich lassen. Kürbissuppe. Werden wir auch komplett verkaufen. Dosenmelone nochmal die Hälfte. Ja, Fische können wir nicht machen. Die werden wir so lassen. Die Paprika werden wir zur Hälfte machen. Da wird tatsächlich nochmal, bestimmt nochmal 100.000 oder sowas rauskommen. Meine Hoffnung. Gurken. Ich weiß, dass wir in der Speisekammer auch noch genug haben. Und die scharfe Soße von den Chilis, die nehmen wir auch noch mit. Springen noch mal ganz kurz in die Stadt. Eieieiei. Also wenn sich da die Frauen nicht um mich prügeln, weil ich eine gute Partie bin, dann weiß ich auch nicht. Du Klapperstorch, du kannst abhauen. Ich krieg eh kein Kind mehr. Denn ich weiß ja nicht mal, ob der Timmy erstmal laufen muss, bevor... Ne, und so. Hi. Hallo. So, Lust zu handeln. Absolut. Absolut. So. Wir machen hier nochmal radikal. Verkaufen. 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 Die Kürbisse. Verkaufen. Ja, den Rest behalten wir jetzt mal hier so ein bisschen drin. Genau. Hier, das olle Fischbuch, das können wir auch verkaufen. So. Brauchen wir nicht mehr. Den Rest werden wir jetzt hier so behalten. Und dann haben wir 1.889.000 Euro. Und das finde ich mega. Um das mal so zu sagen. Ja, ihr Lieben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich sag es mal, das waren jetzt ungefähr 1 Million, die wir reingeholt haben oder sowas in der Richtung. Sogar ein bisschen mehr, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben noch eine große Erntezeit vor uns und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt, was da an Geld zusammenkommt. Wir werden noch ein bisschen was in Helfer investieren müssen, ob wir wollen oder nicht. Und das alles versuchen wir im Stream zu erledigen. Ich hoffe, ihr seid da heute Abend mit dabei. 18 Uhr ist Streamstart. Wer nicht weiß, wo, bitte mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da steht es drin. Auf Twitch. Andrina Games YT. Ihr werdet es finden, da bin ich mir sicher. Und ich möchte euch natürlich zahlreich begrüßen dürfen. In diesem Sinne, macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Ciao und bye bye.